Ja, gut. Wir aktivieren das wahrscheinlich letzte Portal hier. Und da müssen wir nochmal zurück und müssen die lila Schalttafel holen. So, wisst ihr was? Wir probieren das mal. Wir gehen jetzt mal hier rein. Schauen mal, wo wir rauskommen. Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Gegenüber. Festhalten! Wir sind nicht auf der Vollstreckerinsel. Ah, wir sind auf der anderen, oder? Wir sind auf der zweiten Insel. Ich hoffe, ich komme wieder zurück. Ich glaube, wir sind auf der zweiten Insel. Verstehe noch nicht so ganz, wie das System funktioniert, ne? Wie gesteuert wird, wo man wann irgendwie wie ankommt. Na gut. Also, wir brauchen eine blaue Tafel. Ich schaue mal kurz hier durch, vielleicht. Vielleicht kann ich erkennen, ob wir nochmal eine Tafel brauchen. Das wäre natürlich richtig übel. Aber da vorne dann nochmal eine brauchen. Kann natürlich nichts erkennen. Wir könnten von jeder Tafel einmal eine basteln. Vielleicht ganz sinnvoll. Die dann mit runternehmen. Von jeder soll ich zwei mitnehmen, sagt der Fester. Von jeder Tafel zwei. Okay, dann machen wir das auch so. Weil das wäre echt blöd, wenn ich da dann nochmal hochlaufen müsste. Ich muss jetzt schon schauen, dass wir irgendwie wieder richtig hochkommen. Erstmal speichern. Aber mehr ist immer besser, ja. Muss mal schauen, was wir genau dann für Sachen brauchen überhaupt. Alter, leg mich auf. Panik. Als wäre ich hier nur ein Spielball. Von dir allen, ne? Alles gleich kaputt gemacht. So, wir müssen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube in die Richtung hier. Hier müssen wir raus normalerweise. Wenn ich meine Sinne nicht trüben. Dann müssen wir hier rüber. Oh, da ist er wieder. Da ist er wieder. Der sieht. Also bedrohlich sieht er jetzt nicht irgendwie aus. Der sieht aus wie ein Frosch. Oh. Oh mein Gott, jetzt landet er auch noch bei uns. Jetzt hätten wir ihm ein bisschen was abzapfen können. Jetzt hätten wir ihm ein bisschen Enzym abzapfen können. Ich glaube, wir müssen da drüben hoch. Da war in der Mitte, genau, in der Mitte war hier dieser. Der Vulkan. Und da müssen wir vorbei. Und dann hier hinten rauf oder so.
Oh Gott, Gott. Das haben die ja extra so gemacht, ne? Dass man hier sich nicht auskennt, Mensch. Hier ist nämlich genau der Wasserfall. Das heißt, wir müssen eigentlich hier hoch dann. Okay. So, ich nicht zurückschwimme. Da hast du eigentlich jetzt auch recht. Naja, wir können ja vielleicht runterschwimmen dann, oder? Da hast du jetzt eigentlich auch recht. Ich vergesse das immer wieder. Das sieht hier so aus, als, ne? Naja, egal. Ich vergesse immer, dass wir eigentlich unter Wasser sind. Was ist das hier? Ach, das können wir wieder nicht mitnehmen. Also, da müssen wir oben wieder die Maschinen anschmeißen, damit wir den Krebs wieder hochbekommen. Wie sie schon wieder alle warten hier. Wie sie schon wieder alle hier warten, dass wir die Batterie einschalten. Alter, nimmer satt. Aber eigentlich müssen wir schon vorkommen, denke ich mal. Doch, das müsste schon gehen. Vor allem, weil wir vorne ja dann Sauerstoff bekommen. So, hier nichts. Batterien rein. Und dann schauen wir mal, was wir für die Karten benötigen. Ionenwürfel, Diamant zweimal. Also 4 Diamant, 4 Kyanit, 4 Nickelerz, 6 von den Dingern. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 Diamant. Diamant. 4 Kyanit. 2, 3, 4. 4 mal Köln. 1, 2, 3, 4. Ist ja fantastisch, wie ich mir das merken konnte. Ach ja, ich habe ja jetzt nicht so viel Zuschauer, da kann man auch mal interagieren damit. Schön, freut mich, danke Fester. So, Orange brauchen wir nur eine. Das heißt, da hätte ich eigentlich sparen können. Jetzt müssen wir von allen 2 haben. Das andere schmeißen wir wieder hier rein. Ist ja auch schön, sage ich mal, wenn dann ein bisschen Beteiligung mit dabei ist, dann wäre es ja das Letzte, wenn man dann als Streamer nicht drauf eingeht oder nicht damit interagiert, weil die Zuschauer, die beteiligen sich ja dann auch am Stream und das ist ja schön. Sonst könnte ich ja gleich offline einfach so für mich spielen. So, wir springen mal hoch. Gerade so. Dann machen wir die Batterien wieder raus, ne? Dann holen wir die wieder raus. Magnetit. Wir haben ja schon so viel Magnetit jetzt. Unglaublich. Es gibt halt schon einige Streamer, die wirklich nur da sitzen und nur spielen. Da denke ich mir dann aber auch immer dann, also da bleibe ich eigentlich nicht lange, weil, ich denke mal, da bleibt man dann nur, wenn man sich wirklich nur fürs Spiel interessiert und das Gelaber nicht hören will, dass da irgendeiner dazwischen quatscht ständig. Bei mir jetzt, ach guck an, wer sich hier reingesellt hat, die sind aber groß.
Tja, da kannst du jetzt nicht mehr raus. Das tut mir jetzt fast ein bisschen leid. Das habe ich jetzt so oft, dass zum Beispiel Fische einfach hier drin dann auftauchen. Gut, dann machen wir die Luke noch zu. Dann verziehen wir uns wieder. Haben wir alles mit dabei? Also, ich nehme vielleicht doch noch zwei, drei so grüne Cubes mit. Wenn wir jetzt nur rüberschwimmen, vielleicht brauchen wir die noch. Ja, da sind jetzt schon einige, auch die normalen Fische, ab und zu glitschen die irgendwie durch und dann schwimmen die im Boot drinnen. Wir brauchen ansonsten nichts mehr, oder? Bauen müssen wir nicht. Okay, dann schwimmen wir jetzt rüber. Das war eine fabelhafte Idee. Und schauen mal, das müsste locker reichen. Wenn wir mit unserem Antrieb fahren, wir haben ja sowieso immer 100% bei dem Antrieb, weil ja unsere Flossen schön Energie produzieren. Das ist in der Tat einiges bequemer. Und auch wärmer, offenbar. Habe ich denn? Ja, ich habe zwei Hilfspakete mit dabei. No spoiler, Gaming Expert. No spoiler. Was, die landen dann alle im Reaktor? So, er ist jetzt nicht da, das ist schön. Oh, da ist er. Können wir ihn vielleicht ganz einfach am Bauch kitzeln? Vielleicht können wir ihm so das Enzym rauskitzeln. Wir haben jetzt doch ganz schön viel Sauerstoff gebraucht. Für diese Tour hätte ich jetzt nicht gemeint. Ja. Da wollte er uns schon wieder hier teleportieren. So, jetzt bin ich... Ah, jedes Mal erschrecke ich hier. Wer macht denn so eine Lichtsteuerung mit so einem lauten Geräusch? Stell dir vor, du kommst in der Früh zum Arbeiten hier rein in die Station. Noch ganz schlaftrunken. Dann gehen so die Lichter an. Kriegst du gleich einen Herzinfarkt. So, blaue Tafel eingesetzt. Wunderbar. Ich speichere nochmal. Ich habe ja keine Hoffnung mehr, dass wir doch irgendwie doch vielleicht das Heilmittel bekommen. Irgendwie müssen wir dann wahrscheinlich die Maschine anders überlisten. Da gibt es ja nicht mal eine Couch, ne? Einfach mal so hinsetzen ist hier nicht. Alle, die hier arbeiten, die sind verdammt... Oh, das ist ja schön. Die sind da verdammt dazu. Immer rumzustehen. Ist das denn so blau? Das sieht ja, das lädt geradezu da ein, dass wir hier reinspringen, oder? Sogar eine Sprungschanze gibt's. Ah, oder wir müssen da. Ah, jetzt brauchen wir doch unseren. Nein! Oh, müssen wir da hoch? Ach du Kacke, jetzt brauchen wir doch unseren. Das sieht doch wie eine Tür aus da oben. Obwohl die offenbar verschlossen ist. Na gut. Können wir das scannen, das Zeug hier unten? Das ist das heilige Licht da oben. Ich spring da jetzt einfach rein, oder? Ich kann es nicht scannen. Es ist ein Wasserbehälter. Ich halte mal den C rein. Ah, okay. Ach so, da kommen wir einfach nur in ein anderes Gebiet. Ach so. Jetzt dachte ich schon, oh Wunder, ein Becken der Heilung. Oh, 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 oh. Oh. Holy, holy. Okay. Are you here? Oh.
lauf, lauf. Nein, ich will nicht spielen. Nein, ich will doch nicht spielen. Hör auf. Alter. Now they're gone. And instead, we have you. We are curious whether you swim with the current or fight against it as they did. Immer gegen den Strom? Alter. Dann war das quasi die Erscheinung jetzt. Was ist denn jetzt? Okay. Hallo Val! Kommst gerade richtig. Beim Schreckensmoment. Hui, da ist er schon. Uiuiui. Wenn wir ganz lieb fragen, vielleicht bekommen wir von ihr oder ihm oder es das Enzym. Was müssen wir jetzt? Ich gehe mal hier runter. Ach, jetzt ist hier wieder so ein Beißer. So, ich schau mal, ob man hier irgendwas. Detecting unusually passive behavioral patterns in nearby predators. Reason unknown. Ach, die tun mir nichts. Tun mir unlike alle nichts. Other alien facilities, scans indicate this location supports a diverse and healthy ecosystem. Explanation unclear at this time. Oh Gott, oh Gott. Es ist schon ganz schön groß. Also die sind ja alle offenbar passiv, habe ich das richtig verstanden? Ich lese mal kurz nach. Spiel doch mit ihr. Bist lustig. Alles versucht mir umzubringen, dann soll ich mit ihr spielen. Ist das hier? Oh, eine Tür? Nee. Okay, bevor wir das machen, bevor wir hier irgendwas machen, ich will noch mal ein bisschen erkunden hier. Und wenn wir schon die Möglichkeit haben, die junge Dame hier beim Namen zu betrachten, dann machen wir das doch auch, oder? Können wir da scannen? Hahaha, das ist ja perfekt. Das ist doch perfekt. Können wir dich auch mitnehmen? Das ist ja viel einfacher wie draußen. Dann können wir vielleicht das Teil hier auch noch scannen. Ah, der Wald sagt es auch gerade. Da unten haben wir die schon gescannt. Ich glaube, die habe ich aber schon gescannt. Die Pirscher habe ich schon gescannt, oder? Oh, Errungenschaft freigeschaltet. 14.000 Meilen unter dem Meer. Ach, wir sind schon auf. Oh, wir sind schon auf. 1559. Ich versuche die mal zu scannen. The water here is rich with a rare plankton-like life form, which depends on the organic detritus produced by the ecosystem around it. Das heißt, das ist quasi ein Becken, wo keine Infektion drin ist. Kann das sein? Deswegen war das auch so blau. Aber das ist doch voll traurig. Die schwimmt hier seit, keine Ahnung, Jahrhunderten. Schwimmt immer im Kreis hier. Kein Wunder, dass sie jemanden zum Spielen sucht, die Arme. Komm her, lass die knuddeln. Na los, komm her. Ich werde die mal scannen beim nächsten Vorbeiflug. Was zieht die denn hier immer nach? Das ist ja echt traurig auch irgendwie, ne? Hier eine Basis bauen. Das wäre schön. Ein bisschen abschüssig natürlich, aber das wäre schön. Ich schaue noch, ob wir hier irgendjemanden haben, den wir noch nicht gescannt haben. Wow. Ah, ich kann leider nicht scannen. Schade. Ich kann durchglitschen. Eine verglaste Basis, ja. Ich fürchte halt, wir kommen hier nicht mehr rein, ne? Wir haben hier nochmal eine Höhle. Eine kleine Höhle. Oh, ich muss ein bisschen auf meinen Sauerstoff aufpassen. Eine Seekrone. Das wäre mir jetzt schon ein bisschen geliehen, oder? Wenn es hier so... Immer müssen wir überall aufpassen, wenn irgendwo was ist. Wickelpapyrus. Da können wir hier schon mal ein paar Minuten verbringen. Einfach mal ein bisschen durchschauen, was wir hier alles so finden. Oh, geht's hier raus? Nicht raus, ich muss erst Luft holen.
Wir müssen erst irgendwo Luft holen. Frage ist, wir sind da oben reingekommen. Dann werde ich mal kurz aufsteigen und hier noch ein bisschen erkunden. Die Höhle noch erkunden. Dann legen wir den Würfel rein. Aber das tut richtig mal wieder gut, in so einer freundlichen Umgebung zu sein. Einen Selbstscan machen wir auch noch gleich. Da unten. Wow, jedes Mal. Du kriegst mich aber auch jedes Mal, du kleines Ding. Ständig erschreckst du. Ah, das sind immer nur die gleichen hier. Die anderen haben wir alle schon gescannt. Ich würde mal interessieren, wo der Tunnel hingeht. Da ist auch nochmal einer. Oh, da ist sogar eine Luftblase. Blub, blub, blub. Hier. Das wäre fies. Ball, das wäre fies, wenn die aggro wären, wenn ich den Würfel einsetze. Oh mein Gott. Das wäre echt gemein. Schauen uns mal die Höhle an. Ich würde ihr gerne einen Namen geben, wenn sie schon so friedlich ist. Und ich nenne sie nicht Wenzel. Aber eigentlich hätte sie einen Namen verdient, wenn sie eh schon immer da ist. War denn die Höhle? Die Frieda. Wieso denn Frieda? Sind da noch Würfel drin? Oh, in der Mitte ist ja auch noch was. Was ist denn da? Das sieht auch interessant aus. Ein Control... Wisst ihr was? Erschreck mich nicht so, Frieda. Kannst du doch nicht machen. Setz dich auf einmal hin. Wo war denn der andere Würfel? Die Frieda, ne? Immer für ein Späßchen aufgelegt. Muss wieder nach oben. Die Wenzelise. Wisst ihr, was das ist? Wir müssen da den Würfel einsetzen. Und ich glaube, die Eier, die beinhalten dann das Enzym. Genau so wird es sein. Ich suche immer noch die eine Höhle, die ich vorhin gefunden habe, da wo es weiterging. Und bald geht mir der Sauerstoff aus. The plant life in this area is growing outside its normal conditions. Other life forms fertilizing and pruning the vegetation may be offsetting this environmental deficit. Okay, wir suchen mal den anderen Würfel, nicht den, der in der Mitte ist, sondern der außen war. Dort setzen wir dann was rein, vielleicht öffnet das nur eine Tür oder so. Und dann setzen wir in die Mitte den Würfel ein. Aber vorher schauen wir uns die Lieder nochmal an. Weil wenn die dann wirklich böse wird, dann haben wir keine Gelegenheit mehr, dass wir uns die anschauen.